Impfen gewinnt deutlich an Fahrt und es kommt endlich voran. Die Hochbetagten und das medizinische Personal sind zum größten Teil geimpft und damit auch vor schweren Corona-Infektionen geschützt. Und das ist gut so. Zugleich sind bislang kaum sonstige Beschäftigte geimpft. Das bringt die Impfreihenfolge mit sich und das wird noch etliche Wochen auch so sein. Gleichzeitig rollt die dritte Corona-Welle über das Land. Auch wenn es anstrengend ist, wenn es fordernd ist, wir müssen in dieser Welle das Ruder rumreißen. Es geht um einen klaren Kurs raus aus der Pandemie. Auch die Arbeitswelt muss deshalb einen stärkeren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten und den Schutz von Beschäftigten verbessern. Diesem Zweck gilt unsere Corona-Arbeitsschutzverordnung. Ziel ist es, die Infektionsrisiken bei der Arbeit zu minimieren und die Gesundheit von Beschäftigten zu schützen. Die geltenden Regeln werden nun bis Ende Juni verlängert und wir werden weitere Regeln aufnehmen. Konkret heißt das: Erstens, es gilt weiter das Gebot zum Homeoffice. Arbeitgeber müssen Homeoffice ermöglichen, wenn ein Arbeitsplatz grundsätzlich dafür geeignet ist. So reduzieren wir die Ansteckungen unterwegs oder bei den Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Das dient der Kontaktvermeidung und damit auch der Gesundheit und es hält auch unser Land und unsere Wirtschaft am Laufen. Man kann auch sagen, Homeoffice bedeutet, die Arbeit wird gemacht, aber woanders. Die Zahlen zeigen, das funktioniert. Viel mehr Menschen als im November nutzen jetzt Homeoffice. Und klar ist auch, es können nicht alle Homeoffice nutzen. Denn Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fahren nach wie vor tagtäglich unsere Busse, verkaufen Lebensmittel, sichern unsere Wasser- und Stromversorgung, holen Müll ab oder arbeiten in der Landwirtschaft, im Straßen- oder im Maschinenbau. Kurz, auch sie halten unser Land am Laufen. All diese Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass es am Arbeitsplatz keine unnötigen gesundheitlichen Risiken gibt. Deshalb gelten weiter Regeln zu Abständen, zum Tragen hochwertiger medizinischer Masken, zum Lüften, zur Einteilung in festen Teams und Hygieneregeln am Arbeitsplatz. Und deshalb ergänzen wir diese Regeln jetzt um eine neue Verpflichtung für Arbeitgeber, auch flächendeckend Schnelltests anzubieten. Unstrittig ist, meine Damen und Herren, regelmäßiges Testen ist wichtig, um Infektionsketten am Arbeitsplatz zu vermeiden. Die unerkannten Infektionen, die keine Symptome haben, sind eine Gefahr für die Gesundheit und für ganze Belegschaften. Wir haben bisher auf Freiwilligkeit gesetzt. Und ich will betonen, viele Firmen kommen dieser freiwilligen Verantwortung bisher vorbildlich nach. Sie organisieren Tests, sie übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, auch bei den Wirtschaftsverbänden, die dafür geworben haben, bei den Sozialpartnern und eben diesen Unternehmen. Unser Monitoring, unsere Auswertung hat aber auch gezeigt, dass 4 von 10 Beschäftigten kein Testangebot haben. Und ich betone, diese Lücke ist zu groß. Damit können wir uns nicht zufrieden geben, denn wir brauchen ein flächendeckendes Angebot. Wir brauchen jetzt schnelle, unbürokratische und pragmatische Lösungen. Deshalb werde ich das Testangebot am Arbeitsplatz nun mit einer einfachen und unbürokratischen Regel zur Pflicht machen. Konkret heißt das, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen mindestens einmal pro Woche einen Antigen-Schnelltest anbieten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Bei bestimmten, besonders infektionsgefährdeten Berufen muss es mindestens 2-mal die Woche ein solches Testangebot geben. Es geht beispielsweise um Beschäftigte, die in Sammelunterkünften leben, in der Landwirtschaft beispielsweise, aber auch um die Bereiche mit sehr, sehr viel Publikumsverkehr und Kontakten. Wir stärken mit dieser Regelung, das will ich betonen, Unternehmen, die bereits testen. Denn diese Unternehmen kümmern sich mit erheblichem Aufwand und es ist nicht akzeptabel, dass andere Arbeitgeber das nicht tun. Geregelt wird das Ganze per Ministerverordnung, die ich heute im Bundeskabinett
vorgestellt habe und die zustimmend zur Kenntnis genommen wird. Da es sich um eine Verordnung handelt, die Arbeitsschutzverordnung auf Basis des Arbeitsschutzgesetzes, kann diese kurzfristig bereits in der nächsten Woche in Kraft treten. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal betonen, dass die Notwendigkeit zum Testen in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens einen wichtigen Beitrag zum Brechen dieser dritten Corona-Welle leistet. Das gilt für die Verantwortung der öffentlichen Hand, Stichwort kommunale Testzentren, die der Bund bezahlt. Das gilt für die Verantwortung, in Schulen und Kitas zu testen. Das gilt aber auch für die Arbeitswelt. Mit der Arbeitsschutzverordnung, das will ich hier auch noch mal unterstreichen, regeln wir das übrigens für private und für öffentliche Arbeitgeber. Denn der Arbeitsschutz muss für alle gleich wert sein. Meine Damen und Herren, es bleibt oberste Priorität, möglichst allen Menschen vor einer COVID-19-Pandemie-Infektion zu schützen, wo immer das geht. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der auch die Arbeitswelt einen Beitrag leisten muss. Denn das Testen schützt die Beschäftigten, aber es hilft auch der Wirtschaft, weil wir so Betriebe offen halten können. Herr Minister, zu dem Thema hätte ich zwei Fragen. Erstens, wie ist das mit der Finanzierung? Also wer zahlt für diese Tests und ist denn möglicherweise auch eine Testpflicht für die Arbeitnehmer angedacht? Weil man hört von vielen Betrieben, die schon Tests anbieten, dass dort tatsächlich auch ein größerer Teil der Arbeitnehmer womöglich den Test gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Also wie geht man damit um? Und Sie rissen es gerade auch schon an. Wie sieht das eigentlich neben der privaten Wirtschaft im öffentlichen Dienst aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ist das dort halt auch genauso, trifft dort genauso zu? Dankeschön. Ja, ich fange mal mit Ihrer letzten Frage an. Lege Wert darauf, diese Regel gilt für alle Beschäftigten, die nicht dauerhaft im Homeoffice arbeiten können. Die brauchen alle ein Testangebot. Und das gilt für kommunale Behörden, für Länder, für Bund, für Ämter, genauso wie für privatwirtschaftliche Unternehmen, weil man beim Arbeitsschutz auch keine Unterschiede machen darf. Alle Beschäftigten, ob öffentlich beschäftigt oder privatwirtschaftlich, haben das Recht auf Arbeitsschutz. Zu Ihrer ersten Frage der Kosten. Ich will noch mal betonen, dass der Staat erhebliche Kosten auch aufwendet, um seinen Beitrag zu leisten zum Testen. Das betrifft das Testangebot an alle Bürgerinnen und Bürger durch die kommunalen Testzentren. Das betrifft auch das, was in Schulen und Kitas da ist. Arbeitsschutz ist unternehmerische Aufgabe. Das gilt übrigens auch für die Finanzierung zum Tragen von Masken. Insofern ist es eine unternehmerische Aufwendung. Wir finden aber, dass das verhältnismäßig ist, auch im Kostenansatz und übrigens auch steuerlich geltend gemacht werden kann für die Unternehmen. Und der Kollege Altmaier hat darauf hingewiesen, dass für die Unternehmen, die Überbrückungshilfe bekommen, das auch berücksichtigt wird an dieser Stelle. Also, es ist Aufwand für die Unternehmen, gar keine Frage, wie andere Arbeitsschutzregeln auch. Aber es ist etwas, was nicht nur der Gesellschaft, sondern am letzten auch den Betrieben gilt, weil man die Betriebe offen halten kann. Das heißt, auch im Interesse der Wirtschaft. Und es schützt die Beschäftigten, damit der Arbeitsplatz, wo immer es geht, möglichst kein Infektionsort wird. Zum Thema, was ist das für eine Regel? Was ist das für eine Verpflichtung? Es ist ein verpflichtendes Testangebot der Arbeitgeber für ihre Beschäftigten. Es ist nicht möglich, über den Arbeitsschutz Beschäftigte zum Test zu zwingen. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage und die rechtlichen Hürden werden auch sehr, sehr hoch. Und zum Zweiten haben uns auch viele Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass die Kontrolle, welche Beschäftigten das macht, ihnen nicht zuzumuten ist. Ich will deshalb sagen, trotzdem ist die Erwartung an Beschäftigte, ob es um das Homeoffice-Angebot oder auch um die Frage der Testungen geht, das, wo immer es angeboten wird, auch in Anspruch zu nehmen. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben ja erlebt, dass mit steigenden Testungen auch am Arbeitsplatz die Nachfrage der Beschäftigten auch massiv gestiegen ist. Und wir haben das untersucht im Rahmen des Monitorings. Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten begrüßt ein Testangebot von Unternehmen, sind 84%. Bereits 46% derjenigen, die ein Testangebot bisher bekommen haben, haben es genutzt. Und bei den Präsenzbeschäftigten ist der Anteil noch höher, 57%. Und viele haben angekündigt, jetzt nach Ostern, da wo immer es geht, auch einen Test in Anspruch zu nehmen. Also, es geht nicht darum, ich sage das nochmal hier ein bisschen deutlicher, weil es ja eine verschärfte Debatte gegeben hat, irgendjemand in Verdacht oder in Misstrauen zu stellen. Mein großer Respekt gilt den Arbeitgebern, die das schon gemacht haben und machen. Und die dürften auch kein Problem haben.
weil sie es, wie gesagt, schon machen. Aber es muss flächendeckend passieren. Und die Erwartung an die Beschäftigten ist, nehmt Testangebote an. Es ist wichtig, um eure eigene Gesundheit zu überprüfen und zu schützen, aber auch die eurer Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine klare Erwartungshaltung an alle, jetzt einen persönlichen Beitrag auch zum Pandemiegeschehen zu leisten, indem wir mithelfen, auch mit Testen die dritte Welle zu brechen. Die nächste Frage ist von Herrn Keller und auch von Herrn Niesmann. Es geht um die Kosten nochmal, also die Frage, mit welchen Kosten rechnen Sie? Und die Wirtschaft rechnet wohl mit Kosten von bis zu 7 Milliarden Euro im Monat. Halten Sie diese Rechnung für realistisch? Mit Kosten in welcher Höhe rechnen Sie? Verbunden auch die Frage von Herrn Keller nochmal, wann die Regelung in Kraft tritt, also Kosten und in Kraft treten. Ich will nochmal betonen, dass der Arbeitsschutz eine Fürsorgepflicht der Unternehmen für ihre Beschäftigten ist. Es gibt auch Verpflichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zum Arbeitsschutz beizutragen. Aber in allererster Linie ist der Arbeitsschutz unternehmerische Aufgabe im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht. Ich habe auch gesagt, die Kosten können steuerlich geltend gemacht werden. Und über die Wirtschaftshilfen von Peter Altmaier ist Anrechnung auch möglich. Ich kann die eben behauptete Zahl nicht nachvollziehen. Die Bundesregierung geht von anderen Zahlen aus. Ich kann es mal über den Daumen sagen, wenn wir davon ausgehen, dass in der nächsten Woche das Ganze in Kraft tritt, rechnen wir von Kosten pro Beschäftigten von ca. 130 Euro bis Ende Juni pro Beschäftigten, bis, wie gesagt, diese Verordnung dauert. Sie ist jetzt bis Ende Juni befristet. Nächste Frage ist von Herrn Specht vom Handelsblatt nach der Frage der Quantität des Testbedarfs. Herr Minister, wie hoch schätzen Sie den Testbedarf quantitativ ein und müssen Unternehmen schließen, die keine Tests organisieren können? Nochmal, die erste Frage bitte, ich habe es akustisch durch die Maske nicht verstanden. Das ist ein guter Hinweis. Wie hoch schätzen Sie den Testbedarf quantitativ ein und müssen Unternehmen schließen, die keine Tests organisieren können? Also quantitativ, es geht um alle Beschäftigten in Deutschland an dieser Stelle. Und wenn 60% der Beschäftigten schon ein Angebot haben, ist es ja ein Beispiel dafür, dass es auch geht. Trotzdem ist immer die Frage der Verfügbarkeit natürlich wichtig. Deshalb war es uns wichtig zu sagen, dass wir das unbürokratisch handhaben. Das heißt, es werden alle Antigen-Schnelltests bei der Testverpflichtung für Unternehmen im Angebot gezählt. Das betrifft Schnelltests, PCR-Tests und auch Selbsttestung, die man Beschäftigten zur Verfügung stellen kann. Und nach Aussagen des Bundesgesundheitsministeriums und auch des Verkehrsministeriums, wie er die Taskforce Testen leitet, ist die Verfügbarkeit auch gegeben. Nein, es muss kein Unternehmen schließen, das sich selbst bemüht, Tests zu bekommen und keine bekommen hat, weil sie noch nicht geliefert wurden beispielsweise. Es reicht einfach der Bestellschein, um nachzuweisen, dass man sich bemüht hat, an Tests zu kommen. Wir werden nichts von Unternehmen verlangen, was nicht möglich ist. Aber das, was möglich ist, ist ein notwendiger Beitrag auch der Wirtschaft, um dieses Land durch diese Krise zu führen. Und nochmal, wenn 60% der Beschäftigten das schon haben und über 60% der Unternehmen es schon anbieten, dann zeigen diese vorbildlichen Unternehmen ja auch, dass es möglich ist. Und dann ist es nicht akzeptabel, wenn andere sich nicht bemühen sollten. Aber wenn tatsächlich es so ist, dass man jetzt Tests bestellt hat und es gibt irgendwelche Lieferverzögerungen, dann kann man nachweisen, dass man sich bemüht hat. Und dann werden ja die Tests auch ein bisschen später geliefert werden, damit Testungen dann auch stattfinden. Aber dann werden keine Betriebe geschlossen. Trotzdem, es ist eine Arbeitsschutzregel, es ist Recht und Gesetz. Wer keine Tests zur Verfügung stellt oder wer sich nicht bemüht, Tests zu bekommen und die dann zur Verfügung zu stellen, der hat auch mit Konsequenzen zu rechnen. Das ist Aufgabe der Arbeitsschutzbehörden der Länder, das im Zweifelsfall zu überprüfen, im Zweifelsfall anzuordnen oder notfalls auch mit Bußgeldern zu arbeiten. Ich will aber nochmal davon ausgehen, dass es hier nicht um Strafen und um Bußgelder in allererster Linie geht, sondern meine Lebenserfahrung sagt, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sich an Recht und Gesetz halten. Und die Arbeitsschutzverordnung wird in der kommenden Woche Recht und Gesetz sein, mit Inkrafttreten der Verordnung. In dieselbe Richtung geht die Frage von Herrn Dr. Keller. Nochmal eine Nachfrage. Was passiert, wenn ein Arbeitgeber kein Angebot macht? Was ist, wenn der Arbeitnehmer es nicht nutzt? Dieselbe Frage auch von Frau Krüger. Also um es nochmal deutlich zu sagen, es gibt eine Testangebotspflicht für alle Beschäftigten, für die dauerhaftes Arbeiten im Homeoffice nicht möglich zu sein. Mindestens einmal die Woche. In Berufen, wir rechnen ungefähr damit, dass das 30% der Berufe sind,
in denen es ein erhöhtes Infektionsrisiko gibt, mindestens zweimal die Woche. Und wir gehen davon aus, dass, wie gesagt, die Unternehmen sich an Recht und Gesetz halten. Da es sich um den Arbeitsschutz handelt, werden die Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften zuständig sein, im Zweifelsfall auch mit stichprobenartigen Prüfungen dafür zu sorgen, dass diese Regel eingehalten wird. Auch Beschäftigte haben das Recht, wenn sie kein Testangebot haben, sich an die Arbeitsschutzbehörden zu wenden. Das sind Arbeitsschutzbehörden der Länder, damit die sich dann kümmern. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, warum es eine Testangebotspflicht der Arbeitgeber ist und keine Testverpflichtung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum einen hat das den Hintergrund, dass wir jetzt schnell handeln müssen, und wir können das über den Arbeitsschutz mit dieser Rechtsverordnung ohne erhebliche Gesetzgebung, die sonst notwendig wäre. Und es würden sich auch viele rechtliche Fragen stellen, wenn ein Beschäftigter beispielsweise ein Testangebot bekommt und es nicht in Anspruch nimmt. Was passiert dann mit dem? Hat er oder sie dann keine Lohnfortzahlung oder vieles andere mehr? Mir ging es um praktische Lösungen, um pragmatische Lösungen. Und mir geht es auch darum, dass wir das schnell hinkriegen. Und deshalb haben wir uns diese Debatten erspart. Ich glaube, dass die Politik aus den Erfahrungen der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Osterruhe, die nicht stattgefunden hat, weil es nicht zu Ende gedacht haben, lernen muss. Dass man Dinge zu Ende denken muss, aber dass man schnell und pragmatisch handeln muss. Und mit dem Arbeitsschutz sind wir einen guten Weg eingeschlagen. Die ersten Arbeitsschutzregeln zu Corona sind im letzten Jahr aufgestellt worden. Wir haben sie an die Lage hin und wieder angepasst. Und wir passen sie jetzt weiter an, weil diese dritte Welle die wohl gefährlichste Welle in dieser Pandemie ist. Stichwort Mutation, hohes Ansteckungsrisiko. Und wir haben auch wissenschaftliche Untersuchungen, die deutlich machen, dass leider Gottes auch Arbeitsplätze Infektionsorte sein können. Von den bekannten Infektionsorten ist der private Bereich das größte Risiko. Aber auf Platz zwei kommen schon auch Betriebe. Und das ist kein Vorwurf an Unternehmen. Wie gesagt, die meisten halten sich an Hygieneregeln, an Abstandsregeln, an Maskenregeln. Viele ermöglichen auch Homeoffice. Alle, die das können, sollten das auch tun. Das ist auch eine Regel. Und jetzt kommt das Testen hinzu, damit wir in dieser Zeit das Infektionsgeschehen versuchen, im Griff zu halten, bis genug Menschen geimpft sind. Das ist der Hintergrund. Und das ist ein nationaler Kraftakt. Es wird vielen Menschen unglaublich viel abverlangt, im privaten Bereich, vielen Eltern, was Schulen und Kitas betrifft, auch vielen in der Wirtschaft, die im Moment aufgrund von geschlossenen Restaurants und Gaststätten nicht arbeiten können. Aber der Teil der Wirtschaft, der offen bleibt und offen bleiben soll, ist jetzt gefordert, in der Arbeitswelt durch dieses Testangebot auch einen veritablen Beitrag zu leisten, damit wir gut durch diese schwierige Zeit kommen. Ich halte das nicht für unverhältnismäßig, sondern ich halte das für ein Gebot der Verantwortung. Und wie gesagt, viele Unternehmen sind dieser Verantwortung freiwillig gerecht geworden, aber nicht alle, nicht flächendeckend genug. Und deshalb machen wir das verpflichtend jetzt für alle.